Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Das letzte Mal habe ich hier das RailRaiders Infinity, die Grundbox, vorgestellt. Entschuldigung, falsch rum. Ja, Grundbox vorgestellt, was da drin ist. Und heute widmen wir uns einer der beiden Erweiterungen. Und zwar auf Deutsch die guten, die Bösen und die Bots. Ne? Sieht genauso aus wie die, im Endeffekt wie die andere Box. Die hat hier unten so ein kleines Sichtfenster. Kennen wir vielleicht schon aus dem Ninja All-Stars. Ja, da haben wir auch dieses Fenster hier unten drin, wo wir uns ein paar Figuren angucken können. Sonst ein bisschen was hinten so alles drauf ist. Ja. Gucken wir mal ein bisschen. Ja. Und wir sehen schon nicht allzu viel. Ja. Nur ein paar weitere von den Bots, zwei Helden, ein paar Spielkarten und nochmal Würfel. Ja. Schauen wir also mal in die Box rein. Ist ein bisschen weniger drin, deswegen muss man die ein bisschen mehr durchschütteln nach unten, damit die aufgeht. So, Rail Raiders Infinity. So, dann gucken wir mal. Also, schon vom Ding her, vom Aufbau her, recht übersichtlich. Wir haben hier wieder neue Waggonteile, sogar mit kaputten Teilen. So wie wir das hier gerade sehen. Hier wieder die Spielkarten. Und die jeweiligen Spielfiguren, zwei Helden und sechs Bots. Kann man die auch austauschen? Passt nicht rein. Ja, also hier die neuen Teile für das. Ja, also hier ein gesprengter Waggon. Hört sich sehr interessant an. Ein Personenwagen, erste Klasse. Wir hatten ja auch schon Personenwagen, Schlafwagen in der anderen, also im Grundspiel. Und ein Waffensystem. Das hört sich sehr interessant an. Da müsste man mal gucken, was man damit machen kann. Und was da von den Bots dann auch so erwartet wird, was die dann tun. So, dann haben wir die Spielkarten. Sind auch so verpackt wie die anderen im Grundspiel. Ja, packen wir das mal hier rüber. Da habe ich schon ein bisschen mehr Platz. So, und auch hier wieder die zwei Helden. Und dann halt eine Menge für diese Erweiterungen, Beutekarten, für diese Botskarten. Und hier hinten haben wir noch einen Kavalleriehauptmann. Ja. Das müsste man mal gucken, welcher das ist. Finden wir aber auch bestimmt raus. Ich nehme an, ups, das ist der hier. Der sieht so ähnlich aus wie auf dem Bild. Gucken wir aber gleich die Figuren an. So, wenn wir dann schon so weit sind, wir haben zwei Helden. Einmal den John Grizzly. Einmal auch wieder eine schön, sehr schöne Figur. Also die passen alle sehr gut zueinander. Und hier ein Mexikaner. Ja, also man sieht schon, es geht alles irgendwie in Richtung, ja, Amerika zur Zeit der Expansion. Im Wilden Westen. Ein ganz ein bisschen gepaart mit Science Fiction. Und Robotern.
Also sehr spannend, also zumindest für mich. Die lassen wir jetzt mal da drin. Gucken, was da unten noch drin weiter drin ist. Ein paar weitere Würfel, die man vielleicht braucht. Ja, 5 Stück. Und ein kleines Blatt mit den neuen Lorebots, also dem Kavalleriesoldaten, Hauptmann und einem Scharfschützen, so wie es aussieht. Und auf der Rückseite sind noch ein paar Regeln erklärt. Also ein paar weitere Regeln erklärt. Ja. Einfach auf so einem A4-Blatt. Finde ich, passt eigentlich. Umso weniger man zum Blättern hat, umso besser findet man die Sachen einfacher. Gut. Somit war es das auch von der Erweiterung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit mir die letzte anschaut. Bis dahin.